Hi Freunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Euch erwarten in diesem Video Informationen zum 100% Whey-Protein von Cytec Nutrition in der blauen Verpackung. Wenn ihr euch richtig erinnert, es gibt ein solch ähnliches Produkt auch nochmal in einer roten Verpackung und auch in einer grünen Verpackung. Die Dosen sehen alle relativ gleich aus, also das sind die gleichen Dosengrößen, aber es ist nicht immer derselbe Inhalt enthalten, sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von der Menge, die enthalten ist. Wir haben hier 2350 Gramm und diejenigen unter euch, die sich gut auskennen, werden merken, es gibt auch andere Hersteller, die verpacken in einer solchen großen Dose lediglich 2200 Gramm. Das ist natürlich, wenn man so rechnet, 150 Gramm geschenkt, und wenn man pro Shake 30 Gramm verwendet, sind das 5 Shakes gratis, je nachdem, wie man das gerne betrachten möchte. Aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr vorteilhaft, diese große Portionsgröße von diesem Produkt. Kann man natürlich auch entsprechende Mengen nehmen, um eben Muskeln aufzubauen. Das ist ein klassisches Muskelaufbauprotein, auch gerade für die Massephase sehr gut geeignet, weil eben dieses Molkeproteinkonzentrat, und jetzt sind wir auch schon bei den Zutaten hier, das ist, was hier den Eiweißgehalt ausmacht. Das heißt, diese blaue Dose unterscheidet sich von der roten Dose und von der grünen Dose, dass hier ein reines Molkeproteinkonzentrat enthalten ist. Zu eurer Information, bei der roten Dose ist eine Mischung aus Konzentrat und Isolat und bei der grünen Dose weniger Inhalt, höherer Preis, ein reines Isolat. Ja, gerade zum Muskelaufbau ist das Konzentrat aus meiner Sicht geschmacklich das Beste, was man bekommen kann. Also auch dieser volle Geschmack, der kommt dadurch zustande, dass man noch einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, einen Restanteil an Kohlenhydraten, muss man ganz klar so sagen, als auch einen Restanteil an Fetten enthalten hat. Wir können uns das Ganze mal pro Portion angucken. Pro 30 Gramm haben wir hier 21,5 Gramm Eiweiß und wir haben hier einen alten, ja, einen Zucker, der liegt bei 1,7 Gramm, Gesamtkohlenhydrate bei 1,9 Gramm, völlig in Ordnung. Also zum Beispiel, was das Fett angeht, sind es hier 2,7 Gramm. Genau dieser Anteil an Kohlenhydraten und an Fetten ist jetzt nicht so extrem wenig, dass dieses Produkt nach nichts mehr schmeckt, sondern ganz im Gegenteil, es schmeckt wirklich sehr lecker, es hat einen sehr vollen Geschmack und ich glaube, das sind auch die Vorteile. Ich habe mir jetzt hier ganz prüderweise den Vanillegeschmack rausgesucht. Es gibt auch noch irgendwie so irgendwie Rum-Orange oder Orange-Sahne und Melone-Rum oder so eine ganz verrückte Kreation. Mein persönlicher Favorit ist Apfel-Zimt, das ist wirklich sehr lecker. Ansonsten kann ich sagen, die Klassiker schmecken auf jeden Fall auch gut. Alleine der Hersteller Cytec Nutrition ist bekannt für einen richtig guten Geschmack. Ja, mit Blick hier auf die Nährwerte habe ich ja schon gesagt, also der Anteil an Eiweiß liegt sehr hoch und der Anteil an Fetten und Kohlenhydraten so, dass wir sagen können, wir haben vom Geschmack auf jeden Fall einen Vorteil. Wer jetzt in eine extreme Low Carb geht, in eine Anabole-Diät oder in so eine ketogene Diät, wovon ich persönlich einfach nichts halte, der muss sich sicherlich überlegen, ob er nicht das Isolat aus der grünen Dose dann besser verwenden möchte. So, die erste Zutat, wie ich bereits sagte, Molkeproteinkonzentrat, ideal für den Muskelaufbau, geschmacklich gut. Dann haben wir hier Dextrose, dann haben wir hier Taurin und Aroma, entsprechend dem, was ich hier habe, Vanillearoma. Die Kombination mit Taurin finde ich eine gute. Also Taurin an und für sich ist sowas ähnliches wie eine Aminosäure. Taurin werden sehr viele positive Einflüsse auf den Körper zugeschrieben, ohne dass die eben zum Beispiel von der EFSA belegt wurden. Aber man weiß eben aus ganz vielen verschiedenen Studien auch, dass Taurin auf jeden Fall sehr sinnvoll ist. Taurin dürft ihr auch nicht verwechseln mit Koffein. Von den Wirkungen hat das beides miteinander nichts zu tun. Und ich denke auch gerade die Kombination von einer gewissen Menge Taurin im Eiweißpulver, ich persönlich finde es gut. So, dann haben wir Natriumchlorid, L-Glutamin. Auch das L-Glutamin ist ja bekannt als eine sehr wichtige Aminosäure. Verdickungsmittel Xanthan. Mit dem Xanthan kann ich euch sagen, sind es so ungefähr aus meiner Erfahrung, ich würde mal schätzen, unter 5% der Sportler, die dadurch Probleme mit der Verdauung bekommen, so Durchfall oder sowas. Also Xanthan ist ein Verdickungsmittel, sorgt für eine gute Struktur, ist auf jeden Fall ein sinnvoller Zusatz, aber es gibt eben einen ganz gewissen kleinen Anteil an Sportlern, die bekommen da Verdauungsprobleme. Süßungsmittel ist Acesulfam K und Sucralose, das war früher mal anders. Dieses Produkt ist mittlerweile aspartamfrei. Da hat der Hersteller vor einigen Jahren schon reagiert und Aspartam rausgenommen. Sonst war das immer noch einer der Kritikpunkte, die ich diesem Produkt zu Lasten legen konnte. Mittlerweile, wie gesagt, Acesulfam K und eben Sucralose. Sucralose aus meiner Sicht einer der besten Süßstoffe, die es gibt. Ich kann euch sagen, geschmacklich ist es eines der hervorragendsten Eiweiße. Von der Zusammensetzung her auch auf jeden Fall ein sehr geradliniges Produkt, ohne den unnötigen Schnickschnack. Die Sache mit dem Taurin, mit dem Glutamin finde ich persönlich sehr sinnvoll. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, gerade so für die Massephase, für den Masseaufbau, ein gutes und wirklich sehr lecker schmeckendes Produkt. Ihr findet das 100% Whey-Protein von Cytec Nutrition sowie alle anderen Produkte natürlich auch im Muskelmacher-Shop, wenn ihr direkt unter diesem Video den Link anknickt oder einfach in der Browserzeile muskelmacher-shop.de eingibt. Alles klar, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Review. Viele Grüße, euer Simon.